Stück. Vergucke ich mich gerade? Kosten doch nicht 60 Millionen das Stück. Sind die wahnsinnig geworden? Dann gucken wir doch mal bitte nach der nächst kleineren Variante. Gucken wir mal, wie viel die kosten. Ja, also, okay. Da haben wir jetzt 9,1 und 9,75. Also relativ weniger, aber dafür zahlen wir schon ein Achtel des Preises pro Stück. Wie viel Kohle haben wir jetzt noch? 13 Millionen. Können wir uns auf jeden Fall die drei Stück leisten, die wir haben wollen. Ah, ist sogar unter Regionalpreis. Es kann natürlich sein, dass diese Meta 4 Klamotten teilweise sauteuer sind, weil sich natürlich jeder da die Meta 4 Klamotten reinballern will in sein Schiff. Da müsst ihr dann immer darauf achten, wenn ihr nicht das Geld habt oder auf euer Geld achten müsst, dass ihr da nicht jetzt irgendwie so wie ich jetzt einfach nur Meta 4 reinballert, sondern auch darauf guckt, was vielleicht für euch am günstigsten ist. Okay, jetzt gibt es noch einen Trick 17. Da wir ja nicht genug Energie hätten, um noch einen vierten zu machen. Beziehungsweise CPU, ihr seht ja, wir haben jetzt 22,3. Aber dadurch haben wir unseren Schaden verdoppelt. Brauchen wir ja nochmal 20 CPU mehr. Dann gucken wir mal. Und zwar gibt es Rigs. Oder was fallen nochmal Rigs? Sind eigentlich auch Schiffsverbesserungen? Lasst mich hier kurz gucken. Tschüss. Modifikation müsste das sein. Genau, Modifikation. So, und zwar gibt es jetzt für solche Geschichten den CPU. Elektronische Höchstleistungen. Entweder ist es da drunter. Aufklappen. Nee, das ist was anderes. Das müsste es sein. Irgendwie sowas. Targeting, Disruption, nee, das ist es nicht. Dann... nicht large, mittelgroß. Nee, das ist auch was anderes. Ingenieurwesen, mittlerer. Processor Overclocking Unit. Genau die habe ich gesucht. Die werden wir aber nicht nutzen können. Dann suchen wir den mal für 1. Ih, können wir auch nicht benutzen. Scheiße. Das ist eklig. Mist. Ich dachte, wir könnten jetzt mit Trick 17 dann nochmal einen rausholen. Aber ich habe noch gar nicht Richtung Rigs geskillt. Weil damit könnte man jetzt nämlich beispielsweise, ich zeige es mal an der Variante Tech 1. Weil die dauert nicht ganz so lange zu skillen. Wie ihr seht, ich habe noch 3 Stunden 30. Die Wiederaufladerate des Schiffs wird verringert, aber dafür bekommt ihr 7% mehr CPU-Leistung. Das wäre in unserem Fall Zubehör, Taschenrechner. Und zwar wären das 494,5. 494,5. Mal 100. Nee, Quatsch. Mal 1,071. Wenn wir bei 100, 529, das heißt, wir würden nochmal 30. Na. Etwas über 20 draufkriegen. Das würde uns aber ausreichen, um einen weiteren von diesen Arrays drauf zu knallen, wodurch wir nochmal mehr Schaden machen würden. Leider kann ich das aber jetzt nicht, weil ich zu doof war, das zu skillen. Aber für euch vielleicht interessant, dass ihr das dann zusammen basteln könnt. Rigging habe ich allgemein nicht geskillt, das heißt, ich werde überhaupt keine Rigs reinbauen können. Das heißt, diese Slots hier, die drei bleiben frei. Da ist übrigens dann die Kalibrierungsmenge 400. Das ist bei, glaube ich, allen Schiffen gleich. Aber die Veränderungen, die dort stattfinden über dieses Rigging, sind immer prozentual. Das heißt, wenn ihr größere Schiffe habt, machen die immer noch Sinn, da reinzukloppen. Normalerweise fliegt man größere Schiffe eigentlich immer mit diesen Rigging-Slots. Nun gut, jetzt brauchen wir aber noch irgendwas. Und zwar haben wir ja jetzt das Problem, wir verbrauchen Energie. Wir verbrauchen sehr viel Energie. Dann schauen wir doch mal, was haben wir denn nochmal so an Möglichkeiten. Schiffsausrüstung. So, wir brauchen irgendwas. Was können wir denn noch machen?
Elektronik- und Sensor-Upgrades. CPU-Upgrades. Das könnten wir natürlich auch machen. Aber das nützt uns nichts, wenn wir den in den Low-Slot reinballern, wenn wir dann zusätzlich da nichts anderes mehr reinkriegen. Jetzt muss ich gucken, ob es da irgendwas Sinnvolles gibt, was wir uns noch reinknallen können. Elektronische Kriegsführung, nein. Ausrüstung für Energiehilfssteuerung, Energievampire. Damit kann man übrigens anderen Spielern Energie abzapfen. Wofür ist das Ding? Das könnte interessant sein. Unterstützt den Hauptstromerzeuger bei der Bereitstellung von mehr Energie. Okay, man kriegt dann zusätzlich 10 MW. Das ist jetzt nicht die Welt. Beziehungsweise 11 MW, aber das erhöht nicht die Aufladerate. Flussspulen, Ladegerät. Das könnte, das ist, ja gut, das ist der Capri Charger, das ist klar. Flussspulen, was machen die? Bonus auf Energiespeicherkapazität, oh, minus Bonus auf Aufladerate des Energiespeichers 36%. Okay, also der wäre nochmal interessant. Verringert aber den Energiespeicher als solches. Und der Bonus auf die Aufladerate des Energiespeichers 20%. Schildverstärkungsbonus, also der macht unser Schild schwächer, aber unsere Dings stärker. Das wäre natürlich eine Option, entweder die einen von den beiden zu nehmen. Müsste man jetzt gucken, was für uns mehr Sinn macht. Bonus auf Energiespeicherkapazität. Wie viel Energiespeicher haben wir denn? 302. Ich würde sagen, wir gehen eher auf die Schilde. Ich glaube, dass wir damit deutlich besser fahren, indem wir den nehmen. Das heißt, wir verringern unser Schild und dadurch erhöhen aber unsere Aufladerate. Dann nehmen wir einen Tech Meter 4 müsste es sein. Oh ne, ist Meter Level 1. Okay. Aber es ist 22% und nur noch minus 8%. Okay, den nehmen wir. 2 Millionen. Ach komm, da gucken wir nochmal, ob es da nicht irgendwie eine bessere Variante gibt. Wie viel kostet der? Ja, 5000. Wie viel hat der? 22 und 10%. Ja gut, können wir dann mitleben. Wie ihr seht, immer darauf achten, dass ihr nicht blind einfach nur Tech 4 kauft. Da gibt es eine Menge Leute, die darauf abzielen, das zu machen. Okay, so, dann sollte unser Schiff eigentlich soweit fertig sein. Die nehmen wir mal mit. Bei den Raketen weiß ich es halt nicht, was genau am meisten Sinn macht. Wir machen jetzt 141,3 DPS. Das ist doch schon mal gut. Dann sollten wir ein Schiff haben, was ordentlich Schaden raushaut und Raketen hat. Wir haben jetzt noch 4 Millionen über von vorher 40, die wir hatten. Und dann würde ich sagen, fliegen wir jetzt zurück. Kurs setzen. Wir müssen nur noch eins tun. Und das ist das Schiff verschrotten. Damit das wieder leergeräumt ist. Das war ein Anfängerschiff. Im Prinzip haben wir jetzt nichts verloren. Deswegen mache ich das immer gerne so. Weil ansonsten hätte man jetzt hier in Nijita ein Schiff rumstehen, was man nicht wirklich brauchen kann. Und deswegen wäre das Quatsch. So, jetzt docken wir ab und man sieht, es ist alles voll mit irgendwelchen Spielern. Hier sieht man übrigens dann mal, das hier ist ein Frachter der Amar. Dann haben wir hier ein paar Orcas, die als Mining-Schiffe eigentlich mehr oder minder sind. Iteron Mark V, ein großer Transporter. Da kommt der Frachter der Minmata. Dann haben wir hier noch, hier haben wir richtig Schiffe stehen. Und ein paar Kreuzer und so weiter, die hier mit rumstehen. Der macht übrigens gerade einen Scan. Das heißt, der scannt alle Leute, die hier rausfliegen. Nehme ich mal an, dass er das macht. Kann also auf den Frachtraum zugreifen und sagen, was drin ist. Und wenn sich das lohnt, wird er das an seine Kollegen weitergeben. Und die schießen euch dann am Gate ab.
Zum Beispiel, sowas könnte passieren. Multiple Items. Oh, 4 Milliarden. Yay. Wofür? Wofür zum Teufel will der 7 Milliarden haben? F4. Ist er durch? Ist doch nichts Wertvolles bei. Ja, gut, vielleicht das Ding. Blueprint-Auktion. Durchläufe 3. Ja, aber warum bietet man denn auf sowas? Das ist eine Blueprint-Copy, die man erhalten kann. Mit Materialeffizienz auf 3 und Ziel Zeiteffizienz auf 2. Maximal ist 5 und 5. Ist also nicht unbedingt zu empfehlen. Wobei man dieses Research and Development als Produzenten nur macht, wenn man auf maximale Stufe, wenn man vorhat, das öfter mal zu produzieren. Sonst lohnt sich das nicht. So, hier ist übrigens jetzt meine Drohne, die ich habe. Weil wir haben ja Drohnen gekauft. Die sollte man aber im Hangar behalten. Sobald man in den Warp geht, bleiben die Drohnen nämlich stehen und man verliert die Verbindung. Weil die nämlich nicht in den Warp gehen können. Sonst muss man die vorher wieder zurückrufen. Nur so als kleiner Tipp, wenn man unterwegs ist. So, das ist unser Schiff im Übrigen. Man kann die Raketentürme quasi sehen. Hier überall. Was ich persönlich richtig geil finde, ist, wenn man mal drauf achtet, auf die Schiffstürme. Wenn wir gleich aus dem Warp rausgehen, dann bauen die sich nämlich erst kurz auf. Genauso wie wenn wir gleich durchs Tor gesprungen sind. Und wenn wir dann aus dem in den Warp wieder reingehen, klappen die wieder zusammen. Ah, jetzt konnte man es nicht sehen, weil es zu schnell ging. Ich finde das ganz ziemlich lustig. Ganz nett gemacht. Okay. Machen wir uns dahin auf den Weg. Müssen wir die Tarnung verlieren, genau. Und dann sollte man es nochmal sehen können. So sehen die ausgefahren aus. Wir richten uns jetzt aus, dann wird hochbeschleunigt und die Türme fahren zusammen. Habt ihr gesehen, die haben die Raketenköpfe reingefahren. Die waren gerade nach draußen. Also recht lustig. Bei anderen Türmen, die halt größer sind, da sieht man das dann schon, dass die echt lange dann brauchen, um raus und wieder reinzufahren. Ist aber echt cool gemacht. Finde ich. Ist ganz witzig. Vor allem ist es halt bei allen Kanonentürmen, egal welche Rasse du spielst, dass die Waffensysteme dann raus und reinfahren. Quasi auf- und abbauen. Wie gesagt, bei manchen sieht das echt krass aus. Also bei den Hybridwaffentürmen, da bauen die sich quasi unter so eine Schildkuppel und kommen dann da komplett rausgefahren und fahren nachher wieder rein. Ja, schon cool. Mit viel Liebe zum Detail, wie es so schön heißt. Okay, weiter geht's. Wir haben jetzt unser Schiff, um diese Kampfmission zu Ende zu fliegen. So. Dann schauen wir mal, was wir da noch so erreichen können. Welche habe ich jetzt drin? Für Feuer, ne? Ja. 184 Schaden. Maximale Reichweite 36 Kilometer. Schaden pro Sekunde 24,6. Schön. Damit sollte man eigentlich die Mission locker fliegen können. Wie gesagt, ihr könnt euch das ganze Fitting auch in billiger holen. Indem ihr dann sagt, okay, wir nehmen nicht Meter 4, sondern irgendwas da drunter. Habt ihr ja gesehen, ich habe ja gerade auch mächtig gespart. Ich denke, dass ich allein an den Raketentürmen wahrscheinlich viel zu viel ausgegeben habe. Ich wette, dass die deutlich billiger gewesen wären. Ja, 90.000 pro Stück. Die hier waren jetzt bei, ja, mehrere Millionen. Also von daher, wenn ihr nicht so viel Geld habt und am Anfang hat man das einfach nicht, dann müsst ihr einfach die billigeren Klamotten fliegen. Aber versucht immer, möglichst hoch in dieser Skalierung zu kommen. Weil das immer so aufgelistet ist, dass je höher ihr seid, beziehungsweise je weiter unten ihr in dieser Liste seid,
desto besser sind halt die Systeme, die ihr habt. Also je weiter ihr hier unten seid, desto besser sind die Systeme, beziehungsweise hier dann auch. Und Geschichten und Faction ist natürlich nochmal eine andere Geschichte. Da müsst ihr selber gucken, was da besser ist. Was ihr fliegen... Entschuldigung. Was ihr fliegen könnt und was sich dann auch noch lohnt.